Gut, also ich werde erstmal eine kurze Einführung geben in drei linke Staatsverständnisse, sehr diffus gehalten. Die Formulierung, ich werde zunächst einmal ganz kurz zu zwei traditionellen linken Staatsverständnissen etwas erzählen, aber nur stichwortartig, um dann in dem dritten und dem Hauptteil etwas länger zu dem Zusammenhang von Warenform, Rechtsform und Staatsform etwas zu sagen. Das hat ja Jakob gerade schon gesagt, dieser Gedanke, dass es hier einen systematischen Zusammenhang zwischen Warenform, Rechtsform und Staatsform gibt, ist ein Gedanke, den Eugen Paschukanis, mit dem sich diese Tagung beschäftigt, 1923 bzw. 1924 formuliert hat. Und dieser Gedanke schließt an eine bestimmte Deutung des Marx'schen Werkes an. Ich werde euch versuchen, einige wirklich ganz grundlegende Sachen dazu zu erzählen. Gut, zunächst einmal zu den traditionellen linken Staatsverständnissen, von denen sich Paschukanis bzw. das daran anschließende Verständnis von Warenform, Rechtsform und Staatsform abgrenzt. Zunächst einmal haben wir ein klassisches linkes Staatsverständnis, das man den Staat im Kapitalismus nennen kann. Man könnte das auch als eine flapsig sozialdemokratische Staatsauffassung begreifen. Wir haben hier, machen wir es mal so, wir haben hier drei wesentliche Punkte, die dieses sozialdemokratische Staatsverständnis kennzeichnen. Prinzipiell geht es darum, dass die abstrakt allgemeine Form des Staates, damit meine ich so etwas wie Rechtsstaatlichkeit, vielleicht sogar Demokratie, die Tatsache, dass wir es mit einer öffentlichen Zwangsgewalt zu tun haben, die Gesetze formuliert, die ohne Ansehen der Person gelten, dass diese abstrakt allgemeine Form des modernen Staates isoliert betrachtet wird und, ich habe es hier genannt, verherrlicht wird, also rein positiv betrachtet wird. Also sowas wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, das wird rein positiv betrachtet. Man könnte auch noch Sozialstaatlichkeit hinzunehmen. Also hier haben wir eine isolierte Betrachtung dieser Form des Staates, also Staat, ich sage es jetzt mal, um es auf einen Punkt zu bringen, als Rechtsstaat oder als Sozialstaat wird positiv betrachtet. Es wird deswegen als positiv betrachtet, weil die grundlegende These dieser sozialdemokratischen Auffassung ist, dass der Staat ein Staat im Kapitalismus ist, aber kein kapitalistischer Staat. Das heißt, der Staat ist eine systemfremde Institution oder eine systemfremde Struktur. Das heißt, der Kapitalismus ist dem Staat äußerlich. Das ist eine wesentliche Position in diesem traditionellen Denken. Das bedeutet natürlich auch, es ist fast schon tautologisch, dass diese Position natürlich nicht erklären kann, weil das ist ja auch gar nicht nötig, ausgehend von dieser Position, warum diese abstrakt allgemeine Form, die Rechtsstaatlichkeit, die Sozialstaatlichkeit, den Klasseninhalt oder die Kapitalform notwendig reproduziert. Das ist ja auch gar nicht nötig in dieser Position. Es gibt hier verschiedene Ansätze innerhalb der sozialdemokratischen Staatsauffassung. Man könnte verschiedene Dimensionen nennen. Es gibt eine Auffassung, die den Staat oder die Rechtsstaatlichkeit oder Staatlichkeit überhaupt mit einem geschichtsphilosophischen Auftrag versieht. Das haben wir zum Beispiel bei Ferdinand Lassalle. Ich zitiere mal ganz kurz etwas von ihm. Der Staat ist es, welcher die Funktion hat, diese Entwicklung des Menschengeschlechtes zur Freiheit zu vollbringen. Aufgabe des Staates ist es, die Menschen zu befähigen, eine Summe von Bildung, Macht und Freiheit zu erlangen, die ihnen sämtlich als Einzelnen schlechthin unersteiglich wäre, die Kultur zum wirklichen Dasein zu gestalten. Also eine sehr geschichtsphilosophisch aufgeladene Vorstellung des Staates. Also der Staat ist sozusagen Institution der Freiheit, sehr hegelianisch auch dieser Gedanke. Es gibt auch weniger aufgeladene Positionen. Man könnte fast eher sagen, so eine Art pluralismustheoretische. Da spricht beispielsweise Otto Bauer, Sozialdemokrat in Österreich, oder Hans Kelsen, ebenfalls ein wichtiger Rechtstheoretiker der Sozialdemokratie, sprechen davon, dass ein Staat dann zur Volksrepublik wird, wenn alle Interessengruppen im Parlament vertreten sind. Oder noch besser, wenn sie in der Regierung vertreten sind. Das ist dann sehr euphorisch nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich, Ungarn und in Deutschland der Fall, dass dann gesagt wird, jetzt
haben wir keinen Klassenstaat mehr, weil jede gesellschaftliche Klasse kann ja ihren Willen in das Parlament hineinlegen. Da wird sozusagen alles berücksichtigt und eine Resultante kommt dabei raus. Das ist dann sozusagen der wahre Volkswille. Der Staat ist dieser Idee zufolge auch Staat der Besitzlosen. Er schützt, wie Kelsen ganz witzig sagt, vor allzu arger Ausbeutung. Eine weitere Position, die damit zusammenhängt, ist diejenige, dass der, ich zitiere Karl Renner, ebenfalls einen österreichischen Sozialdemokraten, der Kern des Sozialismus heute schon in allen Institutionen des kapitalistischen Staates steckt. Oder wie Heinrich Kuhnow, ebenfalls ein Zeitgenosse nach dem Ersten Weltkrieg, sagt, der Staat sind wir. Also das sind verschiedene Varianten dieses Gedankens, dass der Staat ein Staat im Kapitalismus ist, aber kein kapitalistischer Staat, also sozusagen etwas Äußerliches. Wie gesagt, ein zentrales Problem, was für die Position kein Problem ist, diese Position kann nicht erklären, warum denn der Staat als Rechtsstaat und als Sozialstaat zum Beispiel auch Klassenherrschaft und Kapitalform reproduziert. Gut, zum nächsten Punkt, das ist die Gegenposition im Marxismus-Leninismus, beziehungsweise schon bei Lenin, den würde ich jetzt erstmal nicht zum Leninismus zählen, der ist aus ihm gemacht worden. Diese Position versteht den Staat als Staat der Kapitalisten. Hier haben wir einen komplementären Mangel. Wir haben erst einmal eine isolierte Betrachtung des partikularen Klasseninhalts. Das heißt, hier wird nicht die abstrakt allgemeine Form, das Freiheitsversprechen, das Gleichheitsversprechen des Rechtsstaates verherrlicht und isoliert. Hier wird dieses Freiheits- und Gleichheitsversprechen als, Zitat Lenin, Vorurteil oder Lüge denunziert. Was dargestellt wird, ist, dass es einen partikularen Klasseninhalt hinter diesem allgemeinen Willen des modernen Staates gibt. Also hier wird komplementär zur Sozialdemokratie der Klasseninhalt isoliert betrachtet. Das heißt, hier wird gesagt, hinter dem Rechtsstaat, der sozusagen nur ein Vorurteil ist, nur eine Lüge ist, steckt doch in Wahrheit Klassenherrschaft. Das ist deswegen der Fall, weil der Staat Lenin zufolge Staat als Staat Instrument der Kapitalisten ist. Das bedeutet, Lenin geht in seiner Erklärung des Zusammenhangs zwischen Klassenherrschaft und Staat so vor, dass er sagt, es gibt einen überhistorisch verstandenen Klassenzusammenhang oder Klassenausbeutung. Das bedeutet, eine Gruppe von Menschen eignet sich die Arbeit der anderen Gruppe. Jetzt wird es immer lauter. Ich höre ein bisschen weg. So. Eine Gruppe von Menschen eignet sich die Arbeit der anderen Gruppe von Menschen unentgeltlich an. Damit haben wir dann eine Klassendefinition. Lenin geht von einem überhistorisch verstandenen Klassenbegriff aus und fragt nicht nach der bestimmten Art und Weise, wie Klassenherrschaft oder ökonomische Ausbeutung organisiert ist. Das hat ganz große Konsequenzen, starke Konsequenzen für seinen Staatsbegriff, weil er nämlich zum Beispiel den Sklavenhalterstaat, wie er das nennt, der Antike als Vorbild im Grunde genommen auch des modernen Staates betrachtet. So wie Freiheit in der Antike nur Freiheit für die Sklavenhalter war, so ist Freiheit in Kapitalismus nur Freiheit für die Bourgeoisie, so seine These. Das bedeutet, Staat ist Instrument der Kapitalisten. Warum? Weil Lenins These diejenige ist, dass die Klassenherrschaft offen zutage liegt und es zur selbsttätigen Bewaffnung der ökonomisch ausgebeuteten Klasse führen würde, wenn es nicht noch eine Institution gäbe, die diese ökonomische Ausbeutung sichern würde. Und das ist dann das Gewaltmonopol des modernen Staates, in dem Herrschaftsspezialisten dafür sorgen, dass es keine Revolution gibt. Also der Staat ist sozusagen eine Stabilisierungsinstanz, ziemlich personal verstandener Klassenherrschaft. Direktes Instrument der Kapitalisten. Also der Ausgangspunkt, das ist wichtig, wird gleich wichtig werden, dieser Erklärung ist ein ahistorisch oder zumindest überhistorisch verstandener Klassenbegriff. Was hier das Problem an dieser Position ist, neben vielen anderen, die ich jetzt hier nicht nennen kann, ist vor allen Dingen dasjenige, dass diese Position nicht erklären kann, warum der Klasseninhalt, also dass der Staat Instrument der herrschenden Klasse ist und der herrschenden Klasse zur Stabilisierung ihrer ökonomischen Ausbeutung dient durch politische Gewalt, warum dieser Staat die Form
eines Rechtsstaates annimmt oder die abstrakt allgemeine Form einer außerökonomischen öffentlichen Zwangsgewalt, die mittels Gesetzen herrscht, die ohne Ansehen der Person gelten. Also das kann diese Position nicht erklären. So viel zu nur ganz kurz einige Stichworte zu den Theorien, von denen Paschukanis sich hier abgrenzt. Das ist dann auch die Paschukanis-Frage, die auch schon gerade erwähnt wurde, glaube ich. Paschukanis fragt in seinem Buch Allgemeine Rechtslehre und Marxismus von 1924, nämlich jetzt direkt mehr oder weniger Lenin, warum wird der Apparat des staatlichen Zwanges nicht als privater Apparat der herrschenden Klasse geschaffen? Warum spaltet er sich von der letzteren ab und nimmt die Form eines unpersönlichen, von der Gesellschaft losgelösten Apparats der öffentlichen Macht an? Also hier genau die Position, die ich gerade erwähnt habe, also die Frage, ja warum wird denn der Staat der Bourgeoisie zu einem Rechtsstaat? Wie gesagt, Lenins Antwort ist, das ist alles Lüge, das ist alles Betrug, dahinter steckt die nackte Klassengewalt. Und Paschukanis denkt sich, also das kann nicht alles Lüge sein, dieser Zusammenhang von Klassenherrschaft und Staatlichkeit und Form des Staates als Rechtsstaat kann man hier nicht so einfach manipulationstheoretisch erklären, wie Lenin das macht. Also diese Paschukanis-Frage ist sozusagen der Stachel im Fleische des Marxismus-Leninismus gewesen. Gut, kommen wir zu der Position, die ich hier eigentlich darstellen will, des systematischen Zusammenhangs von Warenform, Rechtsform und Staatsform, die von Paschukanis zumindest andeutungsweise ausgearbeitet wurde. Also alle Details lasse ich mal weg. Um es gleich auf den Punkt zu bringen, diese Abfolge, die ihr gleich sehen werdet, ist keine empirische oder historische Abfolge. Die These ist nicht diejenige, dass es zunächst eine Warenform gibt, dann folgt historisch-empirisch darauf die Rechtsform und dann folgt irgendwann historisch-empirisch die Staatsform, sondern die Argumentation ist die, dass es ja einen systematischen, notwendigen Zusammenhang gibt im bürgerlichen, modernen bürgerlichen Staat, der hier erstmal nur Gegenstand ist. Das heißt, dass wir hier, wenn man so will, ein System haben, wo jedes Verhältnis das andere voraussetzt. Ja. Wir haben hier nicht eine empirische Abfolge. Es gibt keinen Warentausch ohne Recht. Es gibt kein Recht ohne Staat. Das ist sozusagen die Argumentation, die man hier erstmal formulieren kann. Bei Paschukanis gibt es da einige methodische Unklarheiten und methodische andere Wege, aber ich belasse es erstmal bei dieser These hier. Diese Position hat auch noch zusätzlich den Sinn, den Staat als modernen Staat im Allgemeinen zu analysieren. Das heißt, es wird nicht ein bestimmter Staat zu irgendeiner bestimmten Zeit in der Entwicklung des Kapitalismus analysiert, sondern zumindest der Anspruch, ob der eingelöst wird, ist eine andere Frage, ist, den bürgerlichen Staat im Allgemeinen zu analysieren und zu fragen, warum nimmt denn Klassenherrschaft die Form des Rechtsstaates an und wie hängt das zusammen? Ein ganz interessantes Zitat von Marx und Engels aus der Heiligen Familie passt ebenfalls zu dieser Art und Weise, wie hier vorgegangen wird. Ich zitiere das mal kurz. Der Gegenstand der Analyse ist, jetzt kommt das Zitat, ein Zustand, in dem die Existenz des modernen Staates seinem Wesen entspricht, wo daher auch nicht nur die relativen, sondern die absoluten, die sein Wesen selbst konstituierenden Gebrechen angeschaut und charakterisiert werden können. Also das Konstruktive an diesem ganzen Modell, was ihr gleich sehen werdet, ist sozusagen den Staat, den bürgerlichen Staat, wie er mit seinen Begriffen übereinstimmt, wie er hegelianisch gesagt wird, zu analysieren. Das heißt nicht irgendeinen Staat, der jetzt noch nicht auf der höchsten Stufe der bürgerlichen Entwicklung ist, sondern sozusagen den bürgerlichen Staat in seinem Wesen und sozusagen um die Gebrechen des bürgerlichen Staates zu analysieren und nicht irgendeiner, was weiß ich, Sonderform oder irgendeiner historisch überholten Form. Gut, kommen wir zu dem Zusammenhang von Warenform, Rechtsform und Staatsform. Der Ausgangspunkt, und das ist der charakteristische Unterschied sowohl zur These, dass der Staat Staat im Kapitalismus ist, Sozialdemokratie, als auch zur These, dass der Staat Staat der Kapitalisten ist, Leninismus. Weder beginnt diese Erklärung des Zusammenhangs von Warenform, Rechtsform, Staatsform bei der Rechtsform oder bei der Staatsform
und lässt die einfach so unabgeleitet stehen, unerklärt stehen, ohne den Zusammenhang mit der Warenform und dem Kapital zu erklären. Das wäre gegen die sozialdemokratische Variante gerichtet. Noch geht diese Erklärung direkt von einem überhistorisch verstandenen Klassenverhältnis aus. Das wäre gegen Lenin gerichtet. Sondern Ausgangspunkt ist die warenförmige Vergesellschaftung der Arbeiten und Produkte. Das bedeutet, die spezifische Form, die Art und Weise, wie die Vergesellschaftung der Arbeiten und Produkte im Kapitalismus organisiert ist. Also hier dieser Begriff der Form bedeutet die Art und Weise, wie Arbeit vergesellschaftet wird, wie die einzelnen Arbeiten auf die Produktionssphären verteilt werden, wie die Produkte die Hände wechseln und so weiter. Und das geschieht im Kapitalismus, um den es hier ausschließlich geht, über eine warenförmige Vergesellschaftung, über den Tausch von Ware und Geld. Also der Ausgangspunkt ist nicht irgendwie Klassenherrschaft und Ausbeutung, ohne zu fragen, welche Art und Weise, welche Form nimmt die denn an, sondern die Form der Ausbeutung, die jetzt hier noch gar nicht direkt thematisiert wird, also die Ausbeutung, ist der Ausgangspunkt. Also warenförmige Vergesellschaftung. In diesem Zusammenhang ist erst, ich kann das nur stichwortartig machen, zu sagen, hier geht es also um einen Ware-Geld-Tausch. Hier geht es zunächst einmal darum zu sagen, dass das gesellschaftliche Verhältnis der Produzierenden vermittelt ist durch das gesellschaftliche Verhältnis ihrer Arbeitsprodukte, die als Waren auftreten. Das heißt, die Güter, die produziert werden, nehmen eine Eigenschaft an im Kapitalismus, in kapitalistischen Produktions- und Austauschverhältnissen, die sie unabhängig davon nicht haben, nämlich die Warenform. Oder sie werden Wertdinge im Sinne von ökonomischem Wert. Die Werteigenschaft der Güter, die dann Waren sind, bedeutet, dass das die Einheit, die gesellschaftliche Einheit der Arbeiten und Produkte unter der Bedingung ihrer privateigentümlichen Trennung ist. Das heißt, die Produkte, die produziert werden, sind nicht von vornherein gesellschaftlich, sondern müssen erst gesellschaftlich anerkannt werden und das geschieht über den Tausch von Ware und Geld. Das ist der Ausgangspunkt, aber es gibt ja ein Problem, das Marx im Kapital auch schon genannt hat. Die Waren können nicht selbst zum Markte gehen. Wir müssen uns also nach den Warenhütern umschauen. Das ist dann der nächste Schritt der Argumentation. Das bedeutet, dass die Menschen hier natürlich berücksichtigt werden müssen, weil Waren sich nicht selbst in Bezug zueinander setzen, sondern von Menschen unter bestimmten historischen Bedingungen zueinander in Bezug gesetzt werden. Aber die Menschen müssen, um diese Waren als Waren in Bezug zu setzen aufeinander, sprich um zu tauschen, ein bestimmtes Verhältnis zueinander eingehen. Ja, also sie müssen als Repräsentanten ihrer Waren sich zueinander verhalten. Sie verhalten sich nicht als konkrete Menschen zueinander kooperieren nicht unmittelbar miteinander, sondern sie kooperieren sozusagen in der Form über den Tausch miteinander, in einer antagonistischen Form über den Austausch. Sie sind Repräsentanten ihrer Waren. Wenn ich mir eine Pommes kaufe, ja, dann bin ich für den Pommesverkäufer nur der Repräsentant des Geldes in meiner Hosentasche und der Pommesverkäufer ist für mich nur der Repräsentant der Pommes. Und das reicht aus, um das ökonomische Verhältnis hervorzubringen. Gut, der nächste Schritt. In diesem Verhältnis, also in diesem Tauschverhältnis, nehmen die nicht nur die Güter eine neue Eigenschaft an, sie werden zu Waren, also sie haben sozusagen eine zusätzliche, eine rein gesellschaftliche Eigenschaft, nämlich Wertdinge zu sein, sondern auch die Menschen nehmen eine zusätzliche Eigenschaft an. Menschen haben einen Willen, sie koordinieren ihre Willen, wenn sie die Arbeiten vergesellschaften, wenn sie dafür sorgen, dass die einzelnen Arbeiten auf die Produktionszweige verteilt werden und die Produkte die Hände wechseln, dann koordinieren die Menschen ihren Willen oder ihre Willen. Und genau das geschieht in einer ganz bestimmten Form im Kapitalismus unter dem Warentausch. Diese Koordination der Willen bedeutet, dass die Willen eine Rechtsform annehmen. Das heißt, die Willen der Menschen sind jetzt nicht einfach nur Willen, sondern die Menschen werden zu Rechtssubjekten. Der Wille als rechtlicher Wille bedeutet, dass wir hier eine Einheit der Willen haben, also eine Koordination der Willen unter der Bedingung der systematischen Trennung der Willen als Privatwillen von Privateigentümern.
Das ist genauso analog zum Wert. Der Wert ist die Form der Einheit der Arbeiten und Produkte unter der Bedingung ihrer systematischen Trennung als Privatprodukte. Und die Rechtsform ist, so die Idee von Paschokanis, die Form der Einheit, also der Koordination der Willen unter der Bedingung ihrer systematischen Trennung als privateigentümliche Willen. Ja, also die sind nicht von vornherein gesellschaftlich koordiniert, sondern erst durch den Austausch. Innerhalb dieses Austauschs, und das ist die große Kritik gegenüber Lenin, konstituiert sich ein wirkliches Rechtsverhältnis und wirkliche Freiheit und Gleichheit, also als wirkliche Eigenschaft, die zwar keine Natureigenschaft der Menschen ist, das nennt der Paschokanis Rechtsfetischismus, also dass Menschen als Freie und Gleiche zueinander in Bezug stehen, ist nicht eine Natureigenschaft der Menschen, wie das ein einfaches Naturrecht denkt, sondern das ist eine gesellschaftliche Eigenschaft, genauso wie die Werteigenschaft der Ware eine gesellschaftliche Eigenschaft ist, aber sie ist eine, sie existiert. Sie ist nicht bloß Lüge und Vorurteil, wie Lenin behauptet. Also diese einfache Zirkulation, also das Verhältnis Ware-Geld-Ware, auf dem wir uns jetzt befinden, der Warentausch, ist, wie Marx sich ausdrückt, die produktive Basis von Freiheit und Gleichheit. Was ist damit gemeint? Es ist keinesfalls, das betone ich hier ganz explizit, die Freiheit und die Gleichheit überhaupt gemeint, sondern es sind ganz bestimmte Formen von Freiheit und Gleichheit gemeint. Wir haben hier privatautonome Freiheit, zirkulationsbezogene Gleichheit und absolutes Privateigentum. Was bedeutet das? Um Waren tauschen zu können, müssen Menschen ein bestimmtes Willensverhältnis eingehen. Das heißt, sie müssen ihre Willen so in Bezug aufeinander setzen, dass zum Beispiel nicht der Wille des einen den Willen des anderen knechtet, also dass Gewalt ausgeübt wird. Wenn getauscht werden soll, dann darf nicht geraubt werden, sondern es muss Tauschalternativen geben. Jeder muss das, was er auf den Tauschmarkt bringt, muss darüber frei verfügen können, das wäre das Privateigentum. Es muss Tauschalternativen geben, das ist die privatautonome Freiheit. Ich muss nicht bei diesem oder jenem tauschen, also das ist kein personaler Zwang. Und es gibt eine Gleichheit dieser tauschenden Menschen, das heißt, einerseits erkennen sie sich gleichermaßen als Privateigentümer an und sie erkennen sich an als Repräsentanten gleichwertiger Waren, die getauscht werden. Das ist eine Spezifik des Hegelschen und Marxischen Rechtsbegriffes, die ich hier jetzt nicht weiter diskutieren kann. Also im Warentausch nehmen nicht nur die Dinge oder die Dienstleistungen eine neue Eigenschaft an, die sie unabhängig davon nicht haben, nämlich wert zu sein, sondern auch die Menschen nehmen, so Paschokanis, eine Eigenschaft an, die sie außerhalb dieses gesellschaftlichen Verhältnisses gar nicht haben, nämlich Rechtssubjekte zu sein. Das sind wirkliche Eigenschaften. Sie sind wirklich privat, autonom, frei und zirkulationsbezogen gleich. Sie sind gleich freie Warenbesitzer. Das ist sozusagen der erste Schritt. Aber wir wollen ja zum Staat kommen. Das muss ich hier ganz kurz machen. Dabei bleibt es nicht. Das heißt, ich sagte ja schon, dass Recht die Form der Einheit der Willen unter der Bedingung ihrer privateigentümlichen Getrenntheit ist. Das heißt, die Menschen koordinieren ihren Willen nicht direkt, bewusst, rational, sondern über Warentausch. Und das bedeutet unkoordiniert, also nicht direkt geplant, sondern über den Markt. Und hier haben wir, das kann ich jetzt hier alles nicht ausführen, das kann ich nur andeuten, haben wir eine, aufgrund der Nichtkoordination haben wir eine Form von Konkurrenz der Individuen, die eintritt. Wir haben das, was Marx den widersprüchlichen Charakter des gemeinschaftlichen Interesses nennen. Also auf der einen Seite muss man sich anerkennen als freier und gleicher Warenbesitzer, um zu tauschen, aber der Tausch ist nur Mittel zum Zweck, um an das Geld des anderen zu kommen oder an die Ware des anderen zu kommen und wir konkurrieren mit anderen und das bedeutet, dass der Tausch eben nicht der Zweck der Vergesellschaftung ist und das heißt auch die Anerkennung der anderen als Rechtssubjekte nicht der Zweck der Vergesellschaftung ist, sondern nur Mittel. Wenn es anders geht, wenn man das umgehen kann, die Anerkennung des anderen als Rechtssubjekt, dann ist das ökonomisch rational in dieser Gesellschaft. Ja. Also das ist sozusagen systematisch nahegelegt. Also wir haben hier nicht ein schiedlich-friedliches Reich, das sich gegenseitig anerkennt, sondern wir haben eine antagonistische, eine gegensätzliche, eine widersprüchliche Form der Kooperation, die mit dem Recht einhergeht. Daraus resultiert das, was bei Marx die spontane Tendenz der Warenbesitzer zur Verletzung der Aneignungsgesetze des Warentauschs genannt wird, also eben diese Anerkennung als Rechtssubjekte.
Wir haben jetzt also einen Widerspruch, das ist auch in jeder bürgerlichen Staatstheorie, klassischen neuzeitlichen Staatstheorie zu finden, den Widerspruch zwischen dem egoistischen, unmittelbaren Interesse des einzelnen Warenbesitzes und seinem allgemeinen Interesse, dass doch der Tausch stattfinden soll und schiedlich-friedlich stattfinden soll. Dieser Widerspruch braucht eine Bewegungsform, er wird nicht gelöst im Staat oder in irgendwelchen Institutionen, aber er findet eine Bewegungsform, also das heißt, er prozessiert, ohne aufgehoben zu werden. Und genau das ist dann die Leistung des Staates, das heißt, der Staat macht gegenüber den Warenbesitzern ihr allgemeines Interesse, also sich gegenseitig anzuerkennen als Warenbesitzer, als besondere Instanz geltend. Also man kann es auch so formulieren, ein bisschen moderner, ich bin gleich fertig. Der Staat repräsentiert die Kooperationsvernunft der antagonistisch kooperierenden Warenbesitzer in einer gesonderten Instanz neben den einzelnen Warenbesitzern. Also, oder anders formuliert, der Staat bläut den Warenbesitzern ihre eigene Kooperationsvernunft mittels Gewaltandrohung nötigenfalls ein. Das ist sozusagen die Leistung des Staates hier, die den Staat notwendig macht, aufgrund dieser widersprüchlichen Form der eben rechtlich und antagonistisch bewirkten gesellschaftlichen Einheit. Also der Staat ist sozusagen das Allgemeine, das als Besonderes neben die besonderen Warenbesitzer tritt, nämlich als Zwangsgewalt. Der Staat ist jetzt auf dieser Ebene, muss eine bestimmte Form annehmen oder muss eine bestimmte Form haben. Der Staat muss eine rechtsetzende und fixierende Zwangsgewalt sein, das heißt, dass die Gewalt sozusagen aus der Ökonomie rausgezogen wird. Hier wird ja getauscht und nicht geraubt. Zumindest jetzt auf der Ebene des Staates im Allgemeinen wird das hier so unterstellt. Es wird die Gewalt aus der Ökonomie rausgezogen. Das heißt, Ökonomie bedeutet im Kapitalismus tauschvermittelte Aneignung. Und diese Gewaltsubstitution in der Ökonomie erfordert eine Gewaltkonstitution jenseits der Ökonomie, die diese Gewaltsubstitution garantiert. Das heißt, die garantiert, dass die Warenbesitzer sich der Gewalt enthalten. Oder anders formuliert, der Staat zwingt uns, freiwillig zu tauschen und nur durch Tausch an die Güter der anderen zu kommen. Wenn wir das auf anderem Wege versuchen, dann werden wir die Staatsgewalt zu spüren bekommen. Also der Staat zwingt uns, freiwillig zu tauschen. So könnte man es formulieren und das ist auch gar nicht paradox. Der Staat ist eine öffentliche Zwangsgewalt. Hier sagt Paschukanis, öffentlich bedeutet, dass sie eben keinem im Besonderen gehört und sich an alle gleichermaßen richtet. Ja, man könnte sagen, eine subjektlose Gewalt, wie ja das Buch von Heide Gerstenberger auch heißt. Hier wird im Namen des Gesetzes recht gesprochen oder noch im Namen des Volkes, aber nicht im Namen einer bestimmten privilegierten Person. Das bedeutet auch, dass die Herrschaftsmittel und die Ämter kein Privateigentum der Amtsinhaber sind, auch wenn wir jetzt in Bayern immer wieder mal konkrete Gegenbeispiele sehen, aber prinzipiell oder in anderen Städten und Ländern, prinzipiell sind die Gewaltmittel und die Herrschaftsmittel, das heißt, die Mittel, die das Gewaltmonopol ausmachen, kein Privateigentum, sondern sie sind Ämter, das heißt, sie sind Funktionen. Der Staat ist eine außerökonomische Zwangsgewalt, weil seine Zwänge jenseits der strukturellen Zwänge der Ökonomie stehen müssen. Das bedeutet, ja, also wenn der Staat in der Ökonomie unmittelbar Gewalt ausüben würde, dann hätten wir wiederum eine Sklavenhaltergesellschaft oder wir hätten sozusagen keine Tauschökonomie. Deswegen muss die Gewalt eine außerökonomische sein. Das bedeutet nicht, dass der Staat nicht interveniert in die Ökonomie und Gewalt ausübt. Das bedeutet das prinzipiell nicht. Und der Staat muss eine generelle Norm oder wie man es auch vorsichtig formulieren kann, eine formal egalitäre, gleiche Norm, also gleichgerichtete Norm, die die Menschen als Gleiche behandelt, als Prinzip der Gesetzgebung akzeptieren. Das heißt, hier müssen Gesetze zumindest prinzipiell ohne Ansehen der Person erst einmal gelten, nicht als Privilegien gelten. Das ist sozusagen erstmal der grundlegende Zusammenhang. Das heißt, hier die Grundidee dieses Zusammenhangs von Warenform, Rechtsform und Staatsform ist die, dass die bestimmte Form des Staates als Rechtsstaat auf dieser ganz elementaren Ebene, die ich hier genannt habe, systematisch aus seiner Verwobenheit mit der warenförmigen Vergesellschaftung resultiert. Und das ist eine wirklich existierende Form. Das ist nicht bloße Ideologie oder bloße Manipulation.
Nur ganz zum Schluss noch ein Punkt, der natürlich wichtig ist. Warum ist denn dieser Staat jetzt zugleich Staat des Kapitals? Nicht der Kapitalisten und nicht im Kapitalismus, sondern des Kapitals als anonymes Herrschaftsverhältnis. Der Staat, ganz einfach, ist deswegen Staat des Kapitals, weil er eine neutrale Instanz ist. Das ist kein Gegensatz, sondern das impliziert sich wechselseitig. Das ist, das kann ich jetzt hier nur Stichworte bringen, weil die tauschvermittelte Form der Aneignung auch das Kapital vermittelt oder die Kapitalreproduktion vermittelt und das bedeutet Ausbeutung vermittelt, haben wir hier auf der Ebene des Warentauschs eine tauschvermittelte Form der Ausbeutung. Also wir haben hier, Kapital bedeutet tauschvermittelte Form der unentgeltlichen Aneignung der Mehrarbeit als Mehrwert. Wenn Kapital und wenn Ausbeutung aufgrund des formal freien und gleichen Tauschs funktioniert, das kann ich jetzt nicht weiter erklären, das macht Marx im Kapital. Wenn also Ausbeutung aufgrund von freiem und gleichem Tausch funktioniert, dann ist die Garantie von freiem und gleichem Tausch zugleich die Garantie der Reproduktion des Kapitals und der kapitalistischen Klassenverhältnisse und überhaupt der Reproduktion dieses ganzen Verhältnisses. Ganz einfach, also der Staat garantiert das Eigentum jedes Eigentümers gleichermaßen und fragt aber nicht danach, welche Eigentümerkategorie hier herrscht, ob Produktionsmitteleigentümer oder Nicht-Eigentümer geschützt werden. Alle werden gleichermaßen geschützt. Und damit werden auch die Produktionsmitteleigentümer vor den Übergriffen der Nicht-Produktionsmitteleigentümer geschützt und zumindest auf so einer abstrakten Ebene umgekehrt ist das auch der Anspruch. Letzter Punkt. Die Mystifikation der Staatsneutralität, also der Gedanke, der in jedem Staatsbürgerkundeunterricht und in jedem politisch-philosophischen Seminar bis zum Erbrechen ausformuliert wird, dass der Staat doch Vertreter des Gemeinwohls sei, ist gar nicht so falsch in dem Sinne, dass der Staat tatsächlich als neutrale Instanz das Eigentum jedes Eigentümers sichert, aber gerade dadurch eben Klassenstaat ist. Also die Mystifikation besteht nicht darin, dass der Staat alle Eigentümer gleichermaßen schützt, sondern dass das bedeutet, dass der Staat keinen Zusammenhang zum Kapitalverhältnis und zu Ausbeutung mehr hätte. Das ist sozusagen die Mystifikation. Die Grundlage der Mystifikation ist, dass der Staat tatsächlich Rechtsstaat ist und nicht nur, dass eine Lüge darstellt. Gut, so viel der kleine Parfumsritt zum Zusammenhang von Warenform, Rechtsform und Staatsform. Wir können ja den Rest gleich diskutieren, wenn nicht alles schon klar ist. Danke. Hannes hat nicht historisch argumentiert, als er den Staat erklärt hat, sondern erklärt ihn aus der Notwendigkeit des entwickelten Kapitalismus. Ich selber habe geforscht zur historischen Konstitution bürgerlicher Staaten. Und als ich eingeladen wurde, nehme ich an, hat man gedacht, das soll jetzt eine Ergänzung sein, um zu zeigen, wie das, was Paschukakis dann erklärt, historisch geworden ist. Ich hoffe, dass Sie verstehen werden, warum ich diesen Auftrag nicht erfülle. Ich beginne auch nochmal mit der Frage, die Sie, glaube ich, heute auch schon diskutiert haben, der berühmten Frage von Paschukakis, die wir in den 70er Jahren, als viele von uns versucht haben, die Form des bürgerlichen Staates zu erklären, da galt uns diese Frage als theoretischer Ausgangspunkt für eine marxistische Staatstheorie. Deshalb werde ich sie hier jetzt noch einmal wiederholen. Warum bleibt die Klassenherrschaft nicht das, was sie ist, das heißt die faktische Unterwerfung eines Teils der Bevölkerung unter die andere? Warum nimmt sie die Form einer offiziellen staatlichen Herrschaft an oder, was dasselbe ist, warum wird der Apparat des staatlichen Zwangs nicht als privater Apparat der herrschenden Klasse geschaffen? Warum spaltet er sich von der letzteren ab und nimmt die Form eines unpersönlichen, subjektlosen, von der Gesellschaft losgelösten Apparates der öffentlichen Macht an? Das Subjektlose habe ich eingefügt. Anders als vor und nach ihm vielfach vorgeschlagen, hebt Paschukakis hier also weder auf die konkreten Funktionen des Staates zugunsten von Kapitaleignern ab, das ist das, was Ingo als im Grunde leninistischen Ansatz
gekennzeichnet hat, noch auf die soziale Herkunft der allermeisten Politiker und leitenden Beamten, sondern stattdessen auf die Tatsache, dass der Staat durch die formale Gleichheit der Staatsbürger von den fundamentalen Ungleichheiten in der Gesellschaft geschieden ist und diese Ungleichheit gerade dadurch sanktioniert. So weit, so gut. Und nach wie vor gegen alle anzuführen, die meinen, zunehmende Kriseninterventionen von Regierungen hätten die Trennung von Staat und Gesellschaft beseitigt. Damit hat es sich bei Paschukanis dann aber auch schon. Denn auf die von ihm aufgeworfene Frage nach den historischen Wurzeln der Staatsform, die er tatsächlich auch aufwirft, gibt Paschukanis selbst keinerlei Antwort. Nachdem er insistiert, dass es sich bei dem öffentlichen Charakter der Staatsmacht nicht um eine ideologische Nebelwand handle und postuliert hat, dass die Wurzeln der Staatsideologie in den tatsächlichen Verhältnissen zu suchen sind, folgt nichts. Weder gibt es einen Bericht über die Ergebnisse einer solchen Suche nach den Wurzeln, noch über den Weg, der für ein solches Unterfangen einzuschlagen wäre. Stattdessen wird darauf verwiesen, dass Bauern im Feudalismus direkt einem Herrn unterworfen waren und dass sich in bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften eine entsprechende Unterwerfung in den privaten Verhältnissen der Arbeitsordnung findet. Es handle sich, so Paschukanis, um, Zitat, ein echtes Stück Feudalismus. Für den Gesamtzusammenhang der hier in Frage stehenden Theorie ist diese kurze Formulierung mehr als aufschlussreich. Da ist zunächst der Hinweis auf die unbestreitbare Herrschaft von Kapitaleignern über Arbeitskräfte. Tatsächlich kann ja niemand zu Hause im Bett liegen bleiben, wenn er oder sie sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort einzufinden hat. Und tatsächlich ist die Freiheit der Käufer der Ware Arbeitskraft über die Art und Weise des Einsatzes dieser Ware und damit über die Art und Weise der Aktion von Körper und Verstand der Arbeitskräfte zu bestimmen, sehr weitreichend. Weiterreichend vielfach als unter Verhältnissen, die gemeinhin als feudalistisch bezeichnet werden. Aber die Arbeitsordnung ist keine soziale Exklave aus kapitalistischen Verhältnissen, kein Stück Feudalismus also, sondern eine Folge der für den Kapitalismus charakteristischen Umwandlung menschlicher Arbeitskraft in eine Ware. Diese Transformation hat Paschukanis für seine theoretische Bestimmung der Rechtsform nicht systematisch in Betracht gezogen. Er hat sie gekannt, aber er hat sie nicht systematisch in Betracht gezogen. Für ihn entwickelt sich die Rechtsform aus Warenverhältnis minus den spezifisch kapitalistischen. In den letzten Jahrzehnten ist mehrfach versucht worden, dieses Versäumnis nachträglich zu beheben. Diese Versuche finde ich sehr interessant, diskutiere ich aber nicht. Nicht zu beheben ist damit freilich, dass es bei Paschukanis von der erwähnten Frage abgesehen keinen Ansatz für eine Theorie des kapitalistischen Staates gibt. Da sind wir uns sicher nicht einig. Das ist nicht wirklich erstaunlich, sondern folgt aus dem Umstand, dass er die Gesellschaft und nicht etwa den Staat als Quelle der Rechtsform verstanden wissen will. Seiner Ansicht nach stabilisiert der Staat zwar die Rechtsverhältnisse, begründet sie aber nicht. Wie unabhängig Paschukanis die Konzeption der Rechtsform vom Staat entwickelte, ist besonders deutlich an dem Aufsatz über internationales Recht abzulesen, den er zu der von ihm selbst und Stuczka in den Jahren 25 bis 27 edierten Enzyklopädie über Staat und Recht beigesteuert hat. Obwohl internationale Tribunale und andere internationale Organisationen durch ihre Entscheidungen internationales Recht schaffen, bleiben dessen wichtigste Basis, Paschukanis zufolge, Verträge und Bräuche. Und als Recht existiert dieses Recht, obwohl es keine Instanz gibt, die über allen Staaten steht. Vieles von diesen Ausführungen ließe sich in den Debatten wiederfinden, die in den letzten Jahrzehnten über die sogenannte Lex Mercatoria geführt wurden. Über eine Rechtsentwicklung also, für deren Bezeichnung nicht zufällig auf die Entwicklung von Bräuchen unter Kaufleuten zurückgegriffen wurde, die unabhängig von staatlichen Regelungen entstanden. Als mit Beginn der beschleunigten Globalisierung zunehmend Schlichtungen zwischen Beteiligten am internationalen ökonomischen Verkehr erforderlich wurden,
war es zunächst die Autorität einiger weniger Rechtsprofessoren in Frankreich, denen in Ermangelung einer übergeordneten Gerichtsbarkeit zugetraut wurde, als neutrale Schlichter die Bräuche des Weltmarkts zu interpretieren. Später haben US-amerikanische Anwaltsfirmen diesen Markt erobert. Sie berufen sich nicht auf Bräuche des Warenverkehrs, sondern sind bestrebt, die Entstehung von Streitigkeiten dadurch zu verhindern, dass sie versuchen, alle potenziellen Streitpunkte vorab bis ins Einzelne vertraglich zu regeln. Nichtsdestotrotz ist in all diesen privaten Regulierungen die Möglichkeit des Rückgriffs auf staatliche Gerichtsbarkeit eingebaut. Ganz im Sinne der Theorie, die Paschukanis für den nationalen Rahmen entwickelt hat, stabilisieren Gerichte die Regulierung des Weltmarkts mittels Verträgen, für die unterstellt wird, dass sie von gleichberechtigt und unabhängig agierenden Rechtssubjekten geschlossen wurden, seien dies Unternehmen oder formal als souverän anerkannte Nationalstaaten. Gleichzeitig aber, und das geht über Paschukanis hinaus, sprechen Gerichte und internationale Schlichtungsinstanzen nicht nur Recht, sie schaffen es auch. In diesem Zusammenhang sei nur daran erinnert, in welchem Maße das Konzept des Eigentums und damit eine der Grundlagen der Rechtstheorie von Paschukanis in jüngster Zeit verändert worden ist. Wie Sie sehen, bin ich der mir gestellten Aufgabe, die historische Genese des bürgerlichen Staates und der Rechtsform zu erläutern, zunächst einmal durch Hinweise auf gegenwärtige Entwicklungen des internationalen Rechts ausgewichen. Dem ist nun anzufügen, dass die theoretische Konzeption der Formanalyse historische Forschung prinzipiell eher in den Bereich der Freizeitbeschäftigung verweist. Im Prinzip basiert die theoretische Bestimmung der gesellschaftlichen Formen Recht und Staat auf Strukturfunktionalismus. Formanalysen machen darauf aufmerksam, dass gesellschaftliche Auseinandersetzungen, sehr vereinfacht ausgedrückt, in spezifischen Bahnen und unter spezifischen Prämissen ausgetragen werden können. Anders und wiederum sehr vereinfacht gesagt, die Formen selbst haben eine Funktion für den Erhalt der bestehenden bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse. Damit sind wir zwar dem auch von Paschukanis kritisierten banalen Funktionalismus entronnen, der jede Entwicklung rechtlicher Regelungen und politischer Strukturen aus aktuell dominanten Interessen erklären will, dafür sind wir aber mit einem fundamentalen Strukturfunktionalismus konfrontiert. Die Form, ich erinnere an die eingangs zitierte Formulierung von Paschukanis, entspricht den bürgerlich-kapitalistischen Verhältnissen. Wird diese Aussage theoretisch ernst genommen, so mag es zwar interessant sein, zu wissen, wie alles geworden ist, aber einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn zur politischen Ökonomie des Kapitalismus liefert Geschichte unter den theoretischen Voraussetzungen der Formanalyse nicht. Man kann die Strukturbedeutung der sozialen Formen Staat und Recht dadurch deutlich machen, dass man sie mit früheren oder anderen Gesellschaften vergleicht. Auch dies ist ein Muster der Argumentation, das sich, wie ich oben schon erwähnt habe, auch bei Paschukanis findet. Aber die Bedeutung der entwickelten Formen lässt sich um keinen Deut besser verstehen, wenn man beschreibt, wie sie historisch entstanden ist. Und damit bin ich, wenn auch zugegebenermaßen mit einigen Umwegen, bei den Fallstricken des theoretischen Konzepts der Formanalyse, wie sie von Paschukanis auf uns gekommen ist und von der sogenannten Ableitungsdebatte fortgeführt wurde. Diese Fallstricke ergeben sich aus der in diesem Konzept gerade deshalb unweigerlich verborgenen Geschichtstheorie, weil es vorgeblich auf jegliche Geschichtstheorie verzichtet. Genauer gesehen offenbart dieser Verzicht einen Ökonomismus reinsten Wassers. Dieser hält der historischen Analyse allerdings nicht stand. Ökonomismus begegnet uns beispielsweise in der von marxistisch orientierten Historikerinnen und Historikern lange verteidigten Erklärung der Französischen Revolution. Ich komme jetzt also tatsächlich in historische Debatten. Erst nach Jahrzehnten der vergeblichen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen konkreter historischer Forschungen hat sich durchgesetzt,
dass die Ursachen für die Revolutionierung der verallgemeinerten personalen Herrschaft aus der Krise eben dieser Herrschaft entstanden. Was rückblickend oft als Staat des Ancien Regime bezeichnet wird, war eine Organisation der Aneignung mittels Privilegien. Seien es die zu Privilegien gewandelten Herrschaftsrechte über Bauern, seien es die Privilegien der Amtsgewalt oder auch der Handels- und Handwerkskooperation. Lange Zeit richteten sich Strategien des Aufstiegs nicht etwa auf die Beseitigung dieses Systems, sondern auf den ökonomischen und vor allem sozialen Aufstieg in eben diesem System. Kaufleute vorkapitalistischer Gesellschaften waren keine Kapitalisten in spe. Die Integration neuer Schichten in das bestehende System war so lange möglich, als durch die Besteuerung von Bauern, Juden und eines Teils der Stadtbevölkerung immer neue Ämter geschaffen werden konnten. Die Einzelheiten sind komplizierter, als sie hier in drei Sätzen auszuführen sind, aber die für unsere Zusammenhang relevante These dafür mögen diese Hinweise ausreichen. Der zentrale Inhalt der Opposition gegen das bestehende System war eine Kritik an herrschaftlich vermittelten Privilegien und damit am privaten Besitz von Staatsgewalt. In der Nacht vom 14. auf den 5. August 1789 hat die Nationalversammlung die Abschaffung aller Privilegien beschlossen. Weil damit auch die Privilegien von Handelskompanien, von Zünften und von Steuereintreibern beseitigt wurden, machten die Aufständischen dem Aneignungscharakter des Staates ein formales Ende und setzten damit zugleich die Konkurrenz, also den Markt, aus politischer Herrschaft frei. Das ist das, was der historische Vorgang zu der Trennung von Staat und Ökonomie ist, den wir bei Hegel und bei Marx finden. Weil diese Aktion mit den natürlichen Rechten aller Menschen begründet wurden, war die Beseitigung der Stände unausweichlich. Nicht alle Einwohner Frankreichs, wohl aber die Männer, wurden zu Staatsbürgern. Die konkrete Geschichte der Revolution und der Postrevolution ist geprägt durch Strategien, die darauf abzielten, dieses Ergebnis der Revolution für Sklaven unwirksam und für Arbeiter rückgängig zu machen. Dennoch erwuchs aus der Französischen Revolution die freie Lohnarbeit. Und dies zu einem Zeitpunkt, da von einer Dominanz kapitalistischer Produktionsverhältnisse in Frankreich noch weitere 7 bis 8 Jahrzehnte lang nicht die Rede sein kann. Und damit sind wir beim Kern dieses zum Exempel herangezogenen historischen Arguments. Die Trennung der politischen Gewalt von den Marktverhältnissen, welche auch die Beseitigung von personaler Herrschaft über Arbeitskräfte zur Folge hatte und folglich die sogenannte freie Lohnarbeit etablierte, ist uns als soziale Form bekannt, die entwickelten bürgerlichen kapitalistischen Verhältnissen entspricht. Historisch ist sie aber nicht aus der Dynamik von ökonomischen Strukturen erwachsen. Und wer jetzt einwenden will, in England sei kapitalistische Produktion sehr viel früher dominant geworden und zur Zeit des allmählichen Untergangs selbstständiger kleinbäuerlicher Wirtschaften in Frankreich, das ist erst um 1880 herum, sei in England die Industrialisierung längst im vollen Schwange gewesen, muss sich durch historische Forschungen der letzten beiden Jahrzehnte dahingehend belehren lassen, dass Arbeitskräfte in England zwar seit langem die Freiheit hatten, Arbeitsverträge abzuschließen, dass sie aber bis in die 1870er, 80er Jahre hinein gewärtigen mussten, zu einer Gefängnisstrafe verurteilt zu werden, wenn sie es gewagt hatten, ein Arbeitsverhältnis eigenmächtig zu beenden. Und regelmäßig erhielten sie zu Beginn einer solchen Strafzeit zunächst eine Tracht Prügel verabreicht. Auch in der Phase der entwickelten industriellen Produktion waren die Arbeitsverhältnisse in Großbritannien noch nicht aus staatlicher Herrschaft freigesetzt. Die Trennung des Staates von der Gesellschaft folglich noch nicht vollständig konstituiert. Nicht alle, aber doch sehr viele Fabrikbesitzer nutzten die Möglichkeit der staatlichen Sanktion ihrer Interessen, die ihnen das inzwischen modernisierte mittelalterliche Arbeitsrecht noch immer bot. Anders gesagt, die volle Entwicklung des Kapitalismus war möglich,
ohne dass sich die von Paschikanis und anderen als Strukturmerkmal solcher Verhältnisse postulierte neutrale Staatsgewalt hergestellt hatte. Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesen Entwicklungen beschäftigt haben, sind überwiegend der Ansicht, dass die landesweite Durchsetzung der freien Lohnarbeit in England als ein Beiprodukt der erfolgreichen Kämpfe um die Erweiterung des Wahlrechts zu verstehen ist. Also im Grunde musste man die Gefängnisstrafe abschaffen, damit man die Wahlen, die Stimmen auch von Arbeitern kriegt. Im Ergebnis wirkt es, als ob es kapitalistischer Rationalität geschuldet sei, dass der Vertrag zum Zentrum der Rechtfertigung kapitalistischer Produktionsverhältnisse gemacht wurde. Die historisch konkrete Betrachtungsweise der Funktionsweise des Kapitalismus macht aber deutlich, dass Kapitaleignen die Herstellung eines von den gesellschaftlichen Verhältnissen getrennt, formal neutralen Apparates nur insoweit genehm war, als Konkurrenz unter Kapitaleignern nicht länger durch Privilegien behindert wurde. Dieses Argument lässt sich noch steigern. Nirgends auf der Welt ist Sklaverei abgeschafft worden, weil sich Pace Adam Smith und Karl Marx und Friedrich Engels diese Form der Ausbeutung als unprofitabel erwiesen hätte. Überall bedurfte es der politischen Kämpfe, um sie zu beseitigen. Und überall in der Welt waren Kapitaleigner bestrebt, die Abschaffung der Sklaverei so weit als möglich ungeschehen zu machen, durch ihre illegale Fortführung zum einen, durch die Einführung neuer Formen der Schuldsklaverei sowie durch die weltweite Nutzung der langfristigen Bindung und rigorosen Ausnutzung von Kulis. Wiederum ergibt sich, offene Unterdrückung und offener Einsatz von Staatsgewalt wurden immer dort und immer dann praktiziert, wenn dies nicht durch politische Kämpfe verhindert wurde. Erster Merkposten für die Formanalyse somit: Die Analyse des historisch realen Kapitalismus zwingt zu der Einsicht, dass es keine den ökonomischen Strukturen selbst innewohnende Dynamik gibt, die jene neutralen Formen hervorbringt, welche Paschukanis und viele nach ihm als charakteristische Merkmale des entwickelten Kapitalismus angesehen haben. Die Analyse des historisch realen Kapitalismus unterstreicht die Notwendigkeit, die Rede von der politischen Ökonomie des Kapitalismus theoretisch ernst zu nehmen. Zumindest auf einen weiteren Fallstrick des theoretischen Konzepts Formanalyse soll im Folgenden aufmerksam gemacht werden. Auch wenn dies deutlich formuliert wird, auch wenn dies selten deutlich formuliert wird, so unterliegt der Formanalyse die Annahme, dass die Entwicklung bürgerlich-kapitalistischer Strukturen für alle kapitalistischen Gesellschaften gilt. Es waren ja keineswegs nur die Berater US-amerikanischer Präsidenten, die selbstverständlich erwarteten, dass mit der Beseitigung des Hindernisses Realsozialismus in der früheren Sowjetunion nicht nur typisch kapitalistische Verhältnisse, sondern auch typisch bürgerliche politische Verhältnisse entstehen würden. Spätestens die Realitäten des globalisierten Kapitalismus zwingen uns aber zu der Einsicht, dass der bürgerliche Staat eben dies ist. Ein Staat, der aus bürgerlichen Revolutionen erwuchs und damit aus sehr spezifischen historischen Voraussetzungen. Anders als in diesen anderen Staaten ist die Trennung einer Sphäre der öffentlichen Gewalt von der Sphäre des Marktes in vielen postsozialistischen und postkolonialen Staaten bestenfalls formal vorhanden. Stattdessen handelt es sich bei diesen staatlichen Apparaten ganz ähnlich, wie dies für die Herrschaftsorganisation im vorbürgerlichen Europa der Fall war, um Organisationen privater Aneignung. Nichtsdestotrotz ist diese private Aneignung heute den internationalen kapitalistischen Strukturen integriert und das macht die in Frage stehenden Staaten zu kapitalistischen Staaten. Zweiter Merkposten für die Formanalyse somit: Diese theoretische Konzeption betrifft einen historisch sehr spezifischen und durchaus begrenzten Ausschnitt aus der Entwicklung kapitalistischer Staaten, ein Umstand, auf den übrigens auch Sonja Buckel verwiesen hat, die sich im Übrigen diesen Fallstricken der Formanalyse dadurch entzieht, dass sie nicht die Konstitution, sondern die Funktion der Rechtsform zum Gegenstand ihrer Analyse macht, und zwar nur für europäische Staaten.
Angesichts der welthistorischen Entwicklung des Kapitalismus bleibt meiner Ansicht nach allerdings jede Analyse der Formen Recht und Staat unzulänglich, die sich nicht der Herausforderung stellt, Staat und Recht im Nationalsozialismus sowie Staat und Recht in Kolonien theoretisch ernst zu nehmen. Weil die Konfrontation der theoretischen Konzeption von Paschukanis mit der Realität des Nationalsozialismus naheliegt, die Konfrontation von Formanalysen mit der historischen Realität von Kolonialherrschaft dagegen immer noch sehr selten ist, konzentriere ich mich abschließend auf Letztere. Kolonialstaaten waren Apparate zur Ausbeutung der kolonisierten Bevölkerung. Und es sind die zu diesem Zweck entwickelten Strukturen, welche die Entwicklung von Staatsgewalt in Postkolonien maßgeblich prägten und prägen. Zum Zweck der Ausbeutung stülpten Kolonialstaaten den kolonisierten Bevölkerungen ihnen fremde Rechtssysteme über. In der Diskussion über das britische Kolonialreich ist in diesem Zusammenhang in Anlehnung an den Terminus Warfare, also Krieg führen, vielfach von Lawfare, also Recht aufzwingen, die Rede. Auf einzelne Kolonien bezogen gilt hier also ganz eindeutig, dass der Staat als Quelle des Rechts fungiert. Mit Paschukanis lässt sich diese Feststellung dadurch versöhnen, dass die Quelle des Rechts, welches Kolonisierten aufgezwungen wurde, die politisch-ökonomische Entwicklung in den kapitalistischen Metropolländern war. In Kolonien funktionierte dieses Recht weit weniger systematisch als von Kolonialstaaten intendiert, aber es funktionierte. An einem einzigen historischen Beispiel soll dies abschließend erläutert werden. In Indien gab es eine lange Tradition der Schuldknechtschaft und Schuldsklaverei gibt es in Indien bis heute. Kolonialherrschaft hat aber die rechtliche Form dieses Ausbeutungsverhältnisses verändert. Mit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts eingeführten Privateigentum an Boden wurden aus den früheren Untertanen von Grundherren Arbeitskräfte, die einen minimalen Lohn erhielten. Hatten die Grundherren ihren Untertanen früher zur Geburt und zur Hochzeit eines Sohnes materielle und symbolische Zuwendungen gemacht, um auf diese Weise ihre Herrschaft zu stabilisieren, so wurden aus derartigen Zuwendungen jetzt Darlehen. Die Ausbeutung basierte nicht mehr auf gewaltsam und symbolisch durchgesetzter Herrengewalt, sondern auf Bodeneigentum und unterstellten Verträgen. Dieses Vertragscharakters wegen fiel die Schuldsklaverei auch nicht unter das für Indien 1843 ausgesprochene Verbot der Sklaverei. Folglich konnte Schuldsklaverei auch für die Organisation der Arbeitsverhältnisse in Industriebetrieben genutzt werden. Anders gesagt, Kolonialherrschaft machte Privateigentum und Vertrag zur rechtlichen Basis von Ausbeutung. Die in den Metropolländern des Kapitalismus entwickelte Rechtsform wurde globalisiert. Globalisiert wurde damit freilich auch die Möglichkeit, die in der Rechtsform postulierte Gleichheit der Rechtssubjekte zur Basis von Kritik zu machen. Und auch hierfür liefern Entwicklungen in Indien nachdrückliche Beispiele. Denn anders als die übrigen Kolonialmächte postulierte die britische Kolonialmacht die Gültigkeit des Common Law für das gesamte Imperium, folglich die Ausübung von Herrschaft entsprechend allgemeingültigen Rechts. So oft und so weitreichend die Rechtspraxis gegen diese Rechte verstieß, so bot die Rechtsform doch auch die Möglichkeit, die Allgemeinheit des Rechts zur Kritik der konkreten Verhältnisse zu nutzen. Diese Möglichkeit haben in England ausgebildete indische Rechtsanwälte und Richter seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert vielfach genutzt. Sie kritisierten damit nicht die Entwicklung kapitalistischer Verhältnisse, wohl aber das Mehr an Ungleichheit und Gewalt, das Kolonialherrschaft bedeutete. Der theoretische Ansatz von Paschukanis mag dabei helfen, diese Entwicklung zu analysieren. Danke.